Hier ist 3 und Tiger, hier hin. Okay. Also J4 oder was, zu dir oder was? Nein, hier oben. Oh Gott, muss ich immer die Drecksarbeit erledigen. Ja, du bist Scouter. Wenn du 38 T siehst, ist klar, was du machst, oder? Schießen. Nee. Du hast mir gelernt, nicht zu schießen, egal ob's... Nee, das war Breiti. Der hat mir gelernt, nicht zu schießen, egal wie doll der Finger juckt. Johann, soll ich hier hoch oder einfach hier vorne dran? Bitte, wer wo? Wo sollen wir hin? Ich soll dich da vorne in diese Ecke stellen. Da ist ja so eine Lücke sozusagen zwischen den beiden Bergen, dass ihr euch da reinstellt. Ihr müsst in die Stadt gucken können und ihr müsst außen rum gucken können. Hier der Ferdi, soll ich mich hier vorne hinstellen oder hier auf die kleine Anhöhe? Die sollt euch da oben hinstellen schon. Wollen wir uns da hinstellen, wo der nächste Stein ist? Ferdinand? Ja. Nee, nicht auf die Bergkuppe, sondern so hier vorne auf diese Erhöhung kleiner, ja? Weißt du, was ich meine? Ja, wo, also in etwa. Hier vorne diese kleine Ecke da. So? Fahr nicht zu weit vor, sonst kann ich dir nicht so schnell helfen, weißt du? Ich hab Angst. Und je weiter weg du bist, desto schlechter können sie auf deine Schwachpunkte zielen. So, meine Frage, die Kanone ragt aus. Außerhalb des Busches, könnt ihr die sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob nur der Panzerrumpf zählt oder die Kanone. Ich glaub, drüber, dass aber der das Rumpf zählt. Gut. Ja. Mal kurz weg. So, mal gucken, wo sie das ist, was tut. Wenn ihr seht, dass irgendwo ein Baum umfällt, dann sagt ihr auch Bescheid, ja? Ich schätze mal, die campen, die wissen, die sind, naja, ein bisschen am losen. Ja, aber ein Tiger, der macht viel Damage. Ja. 12 T's, geh mal vorsichtig die Straße lang gucken. Ja, warte mal, muss mich erstmal umdrehen. Wenn du was siehst, sofort weg da. Denk an das Rückspiegel-Upgrade. Was für ein Teil? Rückspiegel-Upgrade wie die Franzosen. Soll ich mal wegrennen, damit ihr auch was sehen? Ich wurde aufs Maul gekriegt gerade eben. Ja? Ja. Wir hauen uns hier gerade gegenseitig in einem Teamgefecht aufs Maul. Oh, ich hab den 38 gerade so verfehlt, weil er stehen geblieben ist. Bleib da stehen. Duan, ich hab dir gesagt, wenn wir verlieren, ist es deine Schuld. Das können wir gar nicht verlieren. Ich lache, der 38T macht dich fertig. Und fährt die S3 ganz hin. Adrian macht keine Alleingänge. Nee, ich fahr bloß bis zu dieser Ecke und sobald was kommt, zieh ich mich sofort wieder zurück. Dann bleib mal stehen. Machen wir eine Planänderung. Bleib da jetzt stehen, wo du bist. Tiger 2 zieht nach. Ja. Du schließt auf zur IS-3, ich fahr zu Ferdinand. Das kann schwer werden. Da bin ich jetzt wohl hier forever alone oder was? Na danke. Wir nehmen sie jetzt von allen Seiten. Und da hinten ist komisch. Bei der Windmühle fiel gerade ein Baum um. Du bleibst da stehen, wo du bist, 12T. Windmühle? Wenn jetzt Cap kommt bei uns, ist das der 38T, den schnappst du dir dann. So, Cody, vorwärts. Wenn der mich schnappt. Johann, was machst du, wenn ich durch das Ding sterbe? 30T, hier ist der hinter dir. Du lachst mich aus, oder? Ich kann nicht mehr durch das Teil sterben. Mach da an der Kirche Pause. Zwölf T? Mhm. Vorsichtig weiter gucken. Na, danke, ich will wieder einen Drecksjob. Ja, es tut mir leid, irgendjemand muss es machen. Du! hast du eine Lampe? Nö. Nö. Die sind auf 96%, Entschuldigung. Ja. Aber ich überlebe von jedem einen Schuss, also das ist gut. Ja, Wow! Und zurück. Heavys, Alter, habt ihr Beschuss? Ich bin erstmal ein Abpraller. Heike, Schnauze. Heavys, wie sieht's aus? Wir sind in der Stadt immer noch. Ja, bleib am Stadtrand stehen, warte auf deinen Tiger. Ihr müsst zusammenbleiben. Darf ich weiter zurückfahren? Ich glaube, die will hierher. Wenn er zu dir hinkommt, dann fährst du weiter zurück. So lange wartest du da. So.
Aber wenn wir Glück haben, SF ist der Kommandant. Wenn er davon ausgeht, dass das ein Lockversuch ist, wird er nicht kommen. Na, oder wir sind klar alle hinterher. Ja, Cody, kommst du? Ich warte hier auf dich. Ich bleib hier stehen. Gelände macht den Pferd die Augen. Heavies, warten. Da wo ihr jetzt seid, warten. Steht irgendwo in der Deckung. Bin offen. Ja, zurückfahren. Ihr greift erst an, wenn wir hier hinten mit den TDs den Angriff gestartet haben. Dann sind sie nämlich abgelenkt, drehen sich zu uns um und dann schießt ihr denen in den Nacken. Und pusht. Pushen, nicht stehen bleiben. Ja, und schießt da gegen Stein. Ja. Dann sind wir jetzt auch erstmal abgelenkt. 12T, deine Aufgabe ist es, den KV-1S rauszusuchen, wenn wir gleich angreifen. Toll. Okay. Da ist der 1S. Hab gefunden. Okay, ihr pusht da hinten jetzt. Die haben uns gesehen, die wissen Bescheid. Ferdinand, zieh erstmal Feuer auf dich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kann hier nicht weiterfahren, da hat IS-3 ins Visier genommen. Jetzt nicht mehr. KV-1S rausnehmen. Kann ich nicht anvisieren, steh scheiße. Ruhig bleiben, bleibt konzentriert. Heavys, pushen, 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 pushen. Wir wollen euch hier oben haben. Oh. Lass den VKA ein bisschen vorfahren, das kriegt ihr nicht rein. Kommt der. Bleib ruhig, die sind in Aufregung. Bleibt ruhig. Je ruhiger ihr seid, desto besser könnt ihr zielen. Achtung, VKA kriegt gleich ins Visier. Der ist gleich weg. Ah, scheiße, er ist zu weit gefahren. Oh, nein. Kann ich denken geblieben. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Adrian, Tiger rausnehmen. Jetzt sind drei. Cody, vorwärts auf SF. Was hätten wir das gelost, war es wirklich so an Schuld. Lass ihn nicht durch, der will mich haben. Gut. Ach, viel gut. Warum habt ihr mit ihr jetzt rein nicht gelassen hier? Ich hör da jetzt mal hoch. Ich sag jetzt bestimmt, oh, ihr wart so scheiße, ihr Camper. Oh Gott. Ne, das höre ich auf, wenn wir mal gegeneinander spielen. Camper, ja toll, wir hatten gecampt. Hier, ich habe den komischen VK 521 Schaden reingetrönt, hä? User in your channel timed out. Oh. Ich hab fünfmal die Luke getroffen. Wieso nicht wie? Lol. Ich hab zwei Panzer gekillt, aber. Ja. Channel switched. Ich. Wie viele Löcher hattest du in der Turm, Luke?